Jo, was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier von der Erde. Und dann spielen wir ein neues Sonic Fangame, ein altes Sonic Fangame. Es war Sonic the Hedgehog 3D von Psychov Eddy. Das Spiel ist jetzt über 7 Jahre alt, aber mal schauen, wie es aussah. Oh, verdammt. Also, irgendwie funktioniert die Steuerung nicht. Was ist jetzt wieder los hier? Was für ein Mist ist das jetzt hier wieder? Ah, jetzt geht's. Also, Options. Immer Video Options, Fullscreen, yes. So, haben wir erstmal. Das ist besser geht's nicht. 4 zu 3, wenn ich jetzt die Auflösung auf Full HD stelle, dann passiert Folgendes. Dann ist das hier so versetzt. Also lasse ich das bei 1280 mal 960. Und wenn das zentriert ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Schaut euch das an. Das ist ein altes Spiel. Das ist wahrscheinlich auf neueren Systemen wohl nicht so richtig gut. Ja, es ist Version 0.31 bei Psychov Eddy, wird aber nicht mehr weiterentwickelt, so wie es aussieht. Es gibt so noch das Screenshots, wo man Shadow the Hedgehog spielen kann oder so ähnlich. Also geschichtlich ist das aber jetzt hier nach dem Sonic 3. Also Metal Sonic stiehlt den Master Manual von Knuckles. Knuckles erkennt nur, dass sie jemand, wie Sonic ausgesehen hat, den Master Manual halt gestohlen hat. Und Angel Isle fällt dann vom Himmel. Und ja, das können wir halt mal auswählen. Mighty ist auch dabei. Nehmen wir Sonic. Also, da steht es ja schon. Die Geschichte, wie dich hier schon geändert hat. It has been long time since the Master Mold was returned to Angel Isle by Sonic and his friends. Everything was going fine until one faithful night. Okay, das ist nicht schlecht mit der OVM-Melodie im Hintergrund. Aber es war ja noch nicht veröffentlicht, also es gibt ja jetzt eine Production-Demo auf YouTube zu sehen. Production-Demo. Ah, dann, ich glaube, E müssen wir hier drücken. Knuckles, the keeper of the Master Emerald, was keeping a close eye on it. Suddenly he heard a white sonic roar. What's that? Said Knuckles, looking around. Bang, a flashbang bomb exploded before him, blinding him almost completely. Knuckles looked at the explosion, could only see a bluey shape. It was Robotnik's minion, Metal Sonic. Blinded by the bomb, Knuckles confused the figure for the real Sonic. Ah, what? Sonic? Shot Knuckles before losing consciousness. Okay. Carrying the Master Emerald, Robotnik and Metal escaped, and Angel Isle, not being powered by the energy of the Master Emerald anymore, fell down into the ocean. In the distance, near Tails' workshop, him and Sonic both noticed the island falling. Something bad happened to the Master Emerald, shouted Sonic. Inside the workshop, Tails used his radar and found out that the Master Emerald had been stolen by Robotnik for his evil plan. Just what I thought, said Sonic. Quickly, let's find him. Okay, mit schönen Bildern gemacht. Tails and Sonic get into the tornado. What about Knuckles? Asked Tails. Don't worry, that Echidna is a real tough guy. I'm sure he'll meet him on the way to the base. Oh. Also doch nicht schlecht gemacht, das Fangame mit dem Bildchen hier. Jetzt fliegt der Tornado los. While that happened, Knuckles and his sidekick Mighty followed Sonic and Tails on foot. Sonic must be working for Robotnik now. That headshot isn't going to get anywhere with that, said Knuckles. We'll get them soon when they will land, said Mighty. A few hours later, halfway there, Tails Sonic noticed that the planets are run out of fuel. Prepare for a rush landing, Sonic, shouted Tails, heading to the Green Island. Oh. What shall we do now, said Tails, looking at the big island. Find Robotnik's base and spoil his plan, of course. Just like he always do, said Sonic confidently. Little did they know that Dr. Robotnik had prepared a big surprise for them at his base. This is gonna be the end for Sonic and his friends, said the evil doctor. I'm gonna use the power of the Master Emerald in a brand new way, the kind of way they couldn't even imagine. Okay, das war jetzt die Story.
das heißt, okay, die Einleitung für das Spiel. Und wir sind jetzt hier irgendwo auf Green Island, glaube ich. Ja, Green Island heißt es. Mit WASD steuert man der Maus die Richtung. Das steht hier. Press F1 to see the list of default controls and tips. Okay. Na klar, dass er keinen Controller supportet. Ich glaube schon, dass Joystick geht, aber ich habe keinen Joystick, ich habe einen Xbox-Controller. Und wie man ihn steuert, schauen wir mal. Maus 2, Use, Change the HUD, Activate Super Mode, Take a Screenshot. Oh Mann. Super Mode geht wahrscheinlich nicht. Okay. Change the HUD. Oh, das können wir zwischen dir hat auswählen oder dem hat. Okay. Ah, was Neues. Okay, ich habe jetzt irgendwie falsche Kamera an. Die nehme ich immer bei. Okay, ich bin jetzt gerade am gucken, ob ich überhaupt aufnehme. Ja, ich nehme gerade auf. Also nochmal weg hier. Zurück zum Spiel. Ach, verdammter Scheißdreck nochmal. Jetzt ist er wieder nicht mehr Fullscreen. So. Endlich. Jetzt gehen wir zum Spiel. Jetzt werden wir mal. Sonic läuft aber ziemlich komisch hier drauf. Spinnisch hat er. Shift-Taste ist nicht belegt, schade. Den man noch nehmen. Oh, das war eine Bombe. Ne, wieder die Speed-Shoes, vielleicht werden die dann, Leute dann schneller. Oh Mann. Okay. Oh je, man merkt an, dass das Spiel. Also wenn es gerade rausgekommen ist, muss es wohl wahrscheinlich sehr gut sein. Aber vielleicht sogar eines der besten Sonic-Spiele, die es damals gab. Vor 7 Jahren. Und ja, also merkt man das Alte an, ich glaube nicht. Also merkt so nicht sein Alte an. Na, ja, der Grafik vielleicht ein bisschen auffällig. Das, oh, das war eine Bombe. Den dürfen wir gar nicht berühren. Weg damit. So, welche HUD nehmen wir denn? Dieses HUD hier ist, gefällt mir besser als nee, Classic Sonic. Und. Ah, ja, das ist nett gemacht. Frage ist nur, was wir hier gerade machen. Ist das ein 100? 100 Punkte oder was gibt's das? Ein Monitor, der 100 Punkte gibt, ist auch neu. Oh, können wir den Schutz überleben? Ich glaub schon. Das spinndasche ich mal. Oh! Irgendwie in der Luft hängen geblieben. Zieh durch. GameStop. Oh. Ah, diese Bomben darf man gar nicht zerstören. Fühlt sich eher an wie Tomb Raider. Das ist ein bisschen. Weil Sonic läuft irgendwie so langsam. Geschwindigkeit kann er nicht so richtig aufnehmen. Na, komm schon, geht das eigentlich? Ah, doch, ein bisschen schnell kann er schon laufen. Aber mit der Maus muss ich die Kamera. Wow. Ah, wie macht man sich zu Google? Gibt's anscheinend keine Funktion für. Steht denn hier? Maus 2 ist Bindash. Was ist für ein Monitor? Ein Monitor, der 200 Punkte bringt. Ja, das haben wir auch schon gehabt. Oh. Können wir zu Spin-Attack und Projekte Wall. Ach so. Bombe darf ich, glaube ich, nicht berühren. Sehen aus wie kleine Staubsaugroboter, die Bad Dicks hier. Oh nein! Oh!
Wir sind nicht tot. Aber so gut wie. Das Wasser ist nicht gerade tief. Aber wir müssen jetzt hier erstmal hier vorbei. Okay. Das war ein bisschen aufregend. Was ist denn das denn hier? Monitor mit einem Fragezeichen, was ist drin? Und Verwundbarkeit. Okay. Jetzt können wir auch die Bombenroboter überleben. Und wir sind jetzt irgendwie von der Bahn abgekommen. Irgendwie hat das, ist das Level nicht linear. Schaut euch mal an, das ist, sieht ein bisschen aus wie ein Lego oder Minecraft zusammengebastelt. So, jetzt gehen wir hier entlang. Also hier hat der Entwickler doch sich so ziemlich Mühe gegeben. Hier können wir hier so ein Springpool. Ja, die Bombe kann man jetzt nicht zerstören, aber diesen Roboter kann man zerstören. Jetzt hier ist hier so eine schwebende Plattform. Können wir ein paar Ringe sammeln. Also was ist, wenn wir rumhin und Ringe sammeln, kriegen wir dann einen neuen. Hm, noch 10 Ringe. Oh je. Oh je, wie soll man jetzt hier durchkommen? Dann kriegen wir 100 Ringe. Ah, wir haben extra Leben bekommen. 100 Ringe, extra Leben. Gibt's hier auch schon eingebaut. Ah, die Turrets. So. Ah, ich wollte Spindash machen, aber es ist nicht die Shift-Taste, es ist... Ah, das... Okay, die Steuerung ist... gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie... Wenn man hier jetzt Spindash macht, dann jetzt sind wir hier wieder irgendwo in irgendeinem Turm oder sowas. Wo geht's lang? Okay. Das ist keine Sage 2020 Demo. Ich glaube, Sage war dann noch nicht einmal erfunden worden, als das Spiel hier rauskam. Was jetzt? Oh Mann. Blut! Im Spiel gibt's Blut. Okay. Nochmal. Das will ich sehen. Okay, es gibt Blut in dem Spiel. Ah, gibt mal wieder ein paar Pluspunkte. Okay. Was ist das denn hier? Schlucht. Gehen wir mal nicht rein, gehen wir hier raus. Wo geht's lang? Wir waren da überall. Oh, Tate ist runtergefallen. Es kommt ja nicht mehr hoch. Jetzt liegt er da unten auch noch. Was macht er da? Okay, Tails ist nicht so ganz richtig schlau programmiert. Jetzt ertrinkt er. Was auch soll's. Lassen wir ihn einfach da herumschwimmen. Ey, das ist er ja wieder. Also die Geschwindigkeit aufnehmen kann man nicht in dem Spiel. Na, weil er rennt ja so, wenn man geradeaus läuft. Wow. Ja. Ja, gibt's hier ein Ende? Oh, Turrets. Geschütztürme haben uns jetzt noch nie getroffen, weil ich weiß. Sind wir wieder hier landet? Meine Güte. Wo geht's lang? Hier.
Da geht's doch wieder zurück. Zum Anfang. Ah! Da ist ein Ende. Ja, das Ende erreicht. Sonic Quad 2 Act 1. Nach 9 Minuten und 7 Sekunden. Oh Mann. Oh. Das hat aber lange gedauert. Collect 250 Ringer ist das Special Stage. Mit WASD steuert man, habe ich das schon gesagt. Wie viele Ringe sollen wir sammeln? Jetzt habe ich ganz vergessen. Okay. Keiner kann das jetzt mit mir sagen. Spielen wir ein bisschen Pac-Man, so wie es aussieht. Haben wir kein extra Leben für die Ringe, anscheinend nicht bei einer Special Stage. Wie viele Ringe müssen wir sammeln? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ich habe nicht drauf geachtet, Menno. Schätze mal 200 oder so. Ja, es waren 50 Ringe waren's. Okay, wir haben es. Wir haben got to Chaos Emerald. Wow. Wir haben Chaos Emerald. Und Slater wieder. Green Island Act 2. Okay. Ah. Blut. Das Spiel hat. Ah, das. Geht sogar bei. Das ist super. So. Wir haben einen Chaos im Wald, der wird uns immer ständig angezeigt oben. Okay, wir haben Knuckles. So fast, and we're waiting near the Ace and Palace, now you're going down. What? No, wait. Wow. What's up with Knuckles? You gotta get to the Ace Palace to find out what he's talking about. Okay. Ja, Knuckles, ne? Er hat mal wieder eine Kuh von der Alufolie. Ah. Was ist das hier? Sauerstoffanzeige? Ah, interessant. Okay, das ist nicht schlecht gemacht. Die Sauerstoffanzeige, die hilft ja schon sehr. Haben die den Trinkmelodie auch reingebaut? Ja. Aber die andere Melodie bleibt an. Ja, so, wir holen die ein bisschen Luft. Können wir wieder hier durch die. Mir durch? Nee. Ja. Das lässt sich lange durchspielen, wie es aussieht. Jetzt weiß ich nicht, wo es lang geht. So, neue Luft. So, was ist das hier? Ah, er hat ein heiße Drop Dash? Nee. Homing Attack? Nee, ist auch nicht. Speed, Thunk. Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal, ist bei Sonic Roboblast 2 gibt's den auch. Diesen Move hier, wie heißt du nochmal? Schreib's in den Kommentaren oder so, ich weiß es nicht mehr. Okay. Schauen wir uns das mal hier an. Wir haben wieder keine Luft. Nein, das ist hier aber wieder Zeit hier. Kommt hier nicht durch.
Nee, hier gibt's auch Luft. Da kommt man nicht durch. Was ist denn das denn hier jetzt? Duckert, where is you going? Ah, oh. Oh, diese Bluteffekte hätten jetzt wirklich nicht sein müssen, aber das ist so. Das geht da jetzt hinten ab. Es geht in eine Tür. Und geht dann auf. Okay, hier ist die Tür auch auf. Wir brauchen Luft. Wo gibt's die Luft? Erinnert ein bisschen Unterwasser-Levels. In Sonic Overdrive 2 gibt's ja auch diese Unterwasser-Level. One more to go. Okay, ich glaube, wir müssen die vier Schalter betätigen. Wo ist der vierte Schalter? Warum Luft? Okay. Also hier waren wir schon. Jetzt sind wir den ganzen Weg zurückgelaufen, ey. Ist das hier? Oh, jetzt sind wir ganz am Anfang, so ein Mist. Wir haben uns verirrt. Man merkt, ich bin auf Rauchentzug. Kann mich nicht mehr konzentrieren. So eine scheiß Droge. Oder hier, da ist der vierte Schalter, das geht doch. Sequence completed. Und jetzt zerstören wir noch diesen Batnik hier. Was macht er auf der anderen Seite? Oh Mann. Wie kommt man da durch? So. Jetzt sind wir hier, haben alle vier Schalter betätigt, aber passiert trotzdem nichts. Hier entlang vielleicht? Ja, ich glaube hier entlang. Hier waren wir noch nicht. Oh, Blut. Schon wieder sehen wir es. Oh je. Was ist denn das für ein Mist? Ich kann Tails sich draufstellen und sich dann... Okay, so kommt man nicht durch. Push-Button to pick up this object. Okay. Oh, jetzt haben wir echt Perspektive. Nehmen wir mal drauf. Kann man das ja auch mitnehmen? Ja. Ich nehm's mal mit, mal gucken. Vielleicht können wir es ja gebrauchen. Für irgendwas. Wow. Ja, die schießen mehr beide. Oh, treffen die auch noch uns. So ein Mist. Na, schon wegen dieser doofen zweiten Vase. Warum wurde die zweite Vase da einprogrammiert? Ja, das lädt doch ein, das Ding gleich mitzunehmen. Das lädt doch völlig ein, das Ding gleich mitzunehmen. Ohne Witz, oder nicht? Ach, das ist doch nicht der Ernst. Okay, Checkpoint. Gehen wir los. Kämpfen wir gegen Knuckles. Es ist ja schon wieder so eine offene Map, wo es dann links oder rechts geht. Dann will die Geschwindigkeit kann man im Spiel nicht aufnehmen. Auch nicht mit den Speedshoes.
Na, mit WASD bewegt man sich. So, nehmen wir ein extra Leben mit. Was ist das denn? Die Unverwundbarkeit können wir gebrauchen. 1000 Punkte, oder nehmen wir mit. Was ist denn das denn hier? Ah, 5 Ringe. Ah, das ist das Ende. Nehmen wir auch gleich mit. Mit Classic Sonic drauf. Ist man Modern Sonic und Link ist auch ein Classic Sonic in dem hat. Kann man ja ändern, ne? Da kann man nicht ändern, wenn das Ding gerade lädt. Aber. Collect 180 Ringe. Okay. 180, dann gibt's wieder ein Chaos im World. In dem Spiel kann man auch als Tails und Knuckles spielen. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, nicht, dass sich die Story sich ändert oder so. Irgendwie sind die Special Stages ein bisschen langweilig, es ist nur durch die Gegend WASD'n und WASD'n, genau. Und durch die Gegend WASD'n. Und mit der Maus ein bisschen hin und her schieben. Das ist das ganze Gameplay hier. Und wie Pac-Man alle Ringe aufsammeln. Okay. Wird knapp, wie so knapp, glaube ich. Na, doch nicht. Da haben wir schon 180 Ringe und haben einen roten Chaos im World. Oh, wir haben roten Chaos im World. Und Slater wieder. Green Island Act 3. It's quiet. Too quiet. I see an ancient palace. Let's go. Oh. Oh, sehen wir schon wieder Blut. Das macht auch nicht mehr so richtig viel Sinn. Bei den Spitzen macht es ja noch Sinn, wenn man auf die Spitzen fällt oder wenn man von einem Roboter erledigt wird. Ah. Also mit dem Monitor dürfen wir den kaputt haben, was passiert dann? Na, hast du das passiert? Okay. Dann neugierig, ob das wirklich funktioniert. Ist in der Statue von Knuckles. Ah. Hey, you are gonna pay Sonic. Knuckles, what's wrong with you? Calm down, let's just talk. We're now prepared to fight. Oh. Knuckles gegen Sonic fight. Oh, mit Blut. Oh no, muss er sagen. Also irgendwie. Das. Gegen den Knuckles zu spielen ist schwieriger als ein Sonic Adventure. Sonic Adventure, das ist ja nur dreimal drauf springen. Jedes Mal sagt er, oh no. Aber hier, da muss man jetzt ein bisschen. Ich war eine Kugel, wie konnte er mich erwischen? So, in der Luft. Nein, der haut uns jedes Mal die Ringe raus. Ja. Das war ein brutaler Fight. Ja, den haben wir getroffen. Ich hab nur gesprungen. Versehentlich. Hab mir erwischt. Boah, wow, Spin Dash. Spin Dash, ja. Wie heißt das Ding? Spin Dash. Maus 1. Ne.
Special Attack, Jump and Hold, Use Unlockables. Collect 5 Emerald Unlockable Bonus, Lift Superform, Find All 7 Emerald to Unlock Superform, then find zu früh. Then find 50 Wings und press F. Okay. Das wollte ich noch gerne wissen. Oh nein, wir haben keine Ringe mehr. Nackes braucht noch zwei Treffer und er ist erledigt. Oh. Mann, ist das ein langer Fight? Stirb! Verdammt nochmal! Wieso hat das nicht funktioniert? Oh. Sein Gleit in Fäusten. So geht doch. Victory. So, I got to Act 3. Ein Ring. Oh. Das ist ein Fangame, ey. Das macht Laune. Oh, jetzt sind wir hier. Since this point is fight, tell me why are you so angry? Huh? You destroyed this chaos. This you stole the master world. You're not going to get away with that. What? This again? What was it? That wasn't me. It must be some of... Oh, keine Ahnung, was der schon scheiße. Knuckles, die sagen jetzt right. Eggman did this. Now we're getting away. Now he's getting away. Ah. Dana, I've been tricked so many times before. I'm sorry, guys. We must fight Eggman before it's too late. We need your help, Knuckles. So, what are we waiting for? Let's go. Now you're talking. Oh. Nicht animiert. Ace in Pilex Act 1, mein Gott, das Spiel hat kein Ende. Das Spiel hat kein Ende. Ah, oh, was sind denn für Spinnen? Das sind ja keine Roboter, das sind echte Spinnen. So. Also die Bäume sind ja einfach nur eine Tapete, die hier in die Wand geklatscht sind. Wow. Wow, oben hat auch welche. Okay. Neue Batniks. Auch interessant. Haben wir jetzt ein Schild? Ja, glaub schon. Ist auf die Plattform mit drauf. Auf Knopf drauf. Noch eine Spinne. Legen wir noch. Okay. Bäume an der Wand sind einfach nur. Immerhin ist diese Map linear. Das hat Pfeile, wow. Oh. Ah, scheiß auf die Ringe, ey. Wir müssen hier irgendwie jetzt weiterkommen, ey. Verdammt mal. So. Okay. Nee, sind die Framerate nicht schlecht. 344 Frames per Second stehen unten rechts in der Ecke. Okay. Das ist dann wieder interessant. Das auf einem 60 Hertz Bildschirm anzusehen. Das YouTube kann ja 100 Hertz unterstützt, das muss mal geändert werden. Gehen wir schon Handys mit 120 Hertz Displays, aber bei YouTube läuft nur mit 60 Hertz. Es gibt sogar ein paar 120 Hertz Videos, die schon hochgeladen worden sind, aber die auf 60 Hertz natürlich dann runtergestuft werden, weil 120 nicht unterstützt werden. Aber 120 Frames per Second Videos gibt es schon auf YouTube. Okay, wir haben jetzt hier wieder so einen Knopf. Brauchen wir so eine Vase. Da oben ist eine Vase, die nehme ich mir. Diese Vase nehme ich mir. Hier ist eine Vase. Falscher Knopf. So, jetzt haben wir die Ich-Perspektive.
Ich hätte nicht die leiseste Ahnung, wie man das programmiert, dass man einmal in diese Perspektive kommt und die nächste. So. Jetzt haben wir hier einen Knopf. Kann ich die Basis stehen lassen oder brauche ich die noch wieder? Ja, ich lasse sie erstmal stehen, mal gucken, was passiert. Oh, die Geschütztürme, oh, haben die uns getroffen. Oh, die Ringe fallen alle runter. Oh, einen haben wir. Oh je. Okay. Vor allem. Die Musikauswahl ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Ist das jetzt sein Soundtrack oder ist das jetzt aus irgendeinem Zeugspiel? Ist das nicht so geläufig? Diese Melodie jetzt gerade eben. Okay. Laufen das auf einer chinesischen Mauer, so wie es aussieht. Okay. Aber Wasser, denkt man immer, das Chaos, der da unten als Pfütze ist. Was nicht schlecht wäre, wäre leid. Oh, ein Ring fällt noch. Ja. 100 Ringe. Haben schon 7 extra Leben. Haben noch bislang kein Leben verloren. Oh Mann, wie lange läuft diese blöde Mauer denn? Wie lange läuft das noch? Oh. Alle Ringe weg. Okay, das wird langweilig. Es sind immer diese Mauer und zwei Geschütztürme, die einen angreifen. Okay, wir haben's. Sonic got to Act 1, 5 Minuten 45. Oh, wir sind schon 20 Minuten am Spielen. Collect 230 Ringe. Okay. Special Stage. Na, dann meinte, lassen wir am Leben. Sammeln uns hier erstmal ein paar Ringe ein. Wie viele müssen die nochmal? Oh, das ist nicht angezeigt wieder. Ich hab's wieder vergessen. Okay, das Spiel ist nicht. Für Leute mit Gedächtnisschwund. Das Spiel ist nicht gemacht für Leute mit Gedächtnisschwund. Das ist. Ich glaube 230 Ringe waren es, ne? 230 Ringe. Ergibt Sinn. Ja, 230 waren es. Und wir haben gern Chaos in the World. You got the Chaos in the World. Oh Mann. Das Spiel ist nicht schlecht. Es hat nämlich kein Ende. Es läuft immer weiter. Ah, das kommt. Da hätte ich das Top 10 Video nicht schon gemacht, ey, käme das in die Top 10. Ohne Witz. Das ist ein altes Spiel, aber es läuft super. Es ist sehr unterhaltsam. Auf Platz 10 oder so käme das Spiel. Irgendwie ist es tatsächlich eine Top 10.
Aber ich habe das Video schon hochgeladen, das ist schon zu spät, da habe ich das Spiel noch nicht anspielen können. Das war einfach so ein unbekanntes Spiel. Ich habe das jetzt in meinem anderen YouTube-Video gefunden. Über Sonic Fan Games aus dem Jahr 2016. Also 4 Jahre altes Video. Und da kam dieses Spiel hier vor und da dachte ich, mein Gott, das ist uralt und muss mal angetestet werden, das muss mal let's played werden. Ja, jetzt spielen wir es. Jetzt habe ich ganz vergessen, was da stand. Das ist doch immer ein Witz. Also man im Koffer muss man press 2 buttons to open the doors. Okay, 2 Knöpfe finden. Hier vielleicht. Oh Mann! Der Batman kann schießen. Aber man kann nicht schnell laufen im Spiel, man ist mehr so ein Rätselspiel. Mit der Gegend laufen und dann die Tomb Raider ein paar Rätsel lösen. Jetzt haben wir ein Feuerschild verloren oder so. Ah, Feuer ist gefährlich, das ist irgendwie in Sonic Overlord 2. Da denkt man auch, das Feuer ist da. Das kann man hier auch sterben? Nee, das Feuer ist in Ordnung, da kann man drauf landen. Aber dieses Feuer dahinter, das darf man nicht berühren. Okay. Wir haben doch Feuer gefunden, was nichts, was keinen Schaden verursacht. Okay, warte, sich jetzt gelohnt, dafür die Ringe zu verlieren. Ich glaub schon. Ich glaub schon. Oh je. Oh, in der Luft hat das Scheißding mich ja. Wie ich echt, ey. In der Luft. Oh, wir haben einen. Wir haben den ersten Schalter jetzt gedrückt, jetzt kommt der nächste Schalter. Ja, wo ist der nächste Schalter? Was ist denn das da an der Wand? Kann man das zerstören? Nee, kann man nicht. Ah, Eggmans Gesicht ist auch überall drauf zu erkennen. Ist aber. Kommt man da durch mit dem Spin Dash? Nee. Ist anscheinend nur Deko. Okay. Ah, Lava, verdammt nochmal. Tut nichts, Lava, Mann. Ja, laufen wir hier über Lava, dann gehen wir einfach hier zu durch. Okay, ich weiß nicht, wo es lang geht. Wo geht's hier lang? Das Spiel ist auch etwas zu schnell für mich. Ah, ist das hier wieder? Ist das hier wieder kompliziert? Wo geht's lang? Oh, hoffentlich funktioniert die Aufnahme. Ich habe schon mal ein paar Let's Plays gehabt und hab ich stundenlang das Spiel durchgespielt. Am Ende war die Aufnahme Schrott. Das ganze Video hat gelaggt und so weiter. Hoffentlich passiert es jetzt hier nicht genauso. Man muss von oben drauf springen, um diese Viech zu erwischen. Monitor mit nichts drin, auch gut. Mann. Kann Tails auch Ringe sammeln? Oh, was war da? Oh, die Spinne war jetzt aber zugetarnt. Die habe ich nicht gesehen. Habt ihr sie gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Die war getarnt. Die war getarnt. Oh. Getarnte Spinnen sind die unterwegs.
Sind das hier Knöpfe oder so? Nee. Hier durch? Nee. Ich glaube, so kann man sich schneller fortbewegen. Und auch hier Stimme noch unterwegs erledigen. Ich finde den zweiten Schalter nicht. Wo ist der? Zur Hölle nochmal! Press two buttons to open the door! Mann! Wo denn? Wo ist der zweite Knopf? Oh, Spinne erwischt! Oh, ist das wie ein Labyrinth? Das ist ein bisschen so wie die Knuckles Stages in Sonic Adventure und Sonic Adventure 2. Das extra Leben hole ich mir nicht, das sieht mir zu gefährlich aus. Also suchen wir auch nicht, wir suchen hier keinen. Oder ist es noch ein Schalter, der da drauf ist? Ne, ist kein Schalter. Okay, die extra Leben haben wir doch bekommen. Weil der aussah wie ein Schalter, der ist untere. Oh, na gut, auch nicht schlecht. Wollte ja eigentlich da nicht hin. Press 8, pull the trigger. Oh. Oh, ja. Ich glaube, Mauszeiger geht auch, ja. Ja, schalten wir es mal so an. Together we stand, divided we fall. Old script says, okay. Auch eingebaut worden. Wow. Hier ist sie wieder. Checkpoint. Aber immer noch nicht den zweiten Schalter gefunden. So. Hier vielleicht. Nein, das ist eine Falle. Oh, was ist denn das überhaupt für ein Schild? Da ist er nicht zu fassen. Ah! Sowas auch. Okay. Jetzt sind wir ja schon fast 10 Minuten auf dieser Stage und wir haben immer noch den zweiten Schalter nicht gefunden. Der muss auch irgendwo sein, ey. Das ist doch ein Ding, ey. Von da sind wir gekommen. Durchs Wasser oder wo muss man hin? Schwimmen wir so ein bisschen. Da ist ein zweiter Schalter. Sequence completed. So, wir haben einen zweiten Schalter gefunden. Sehr gut, endlich geht's weiter. Oh Mann, das endlich jetzt weiter. Wo müssen wir jetzt hin? Zurück? Oder einfach hier nur vorne? Da geht's auch wieder nach raus, nach draußen. Ich glaube, wir geht's auch wieder nach draußen. Da ist frei. Können jetzt durch. Ja, was ist hier? Andere Musik. Und einen roten Teppich hier unten. Sehr schön gemacht. Roter Teppich ist immer schön. Ist hier auch wieder ein neuer Eingang oder so? Das sind zwei Eingänge oder was?
Keine Ahnung. Nein! Ich wollte oben drauf springen, jetzt alle Ringe wieder weg. Ich wollte noch mal 100 Ringe sammeln, kann ich das wieder vergessen. Ah, bin ich schon wieder im blöden Geschützturm erwischt. In der Luft. Da ist noch ein Schalter, was passiert, wenn ich drauf springe? One more to go, okay. Jetzt geht's wieder ab hier, Schalter suchen. Also das ist ein Sonic Fangame, das ist ein bisschen wie Sonic Adventure, nur etwas langsamer. Ja, sag ich doch Tomb Raider, das ist hier ein wenig. Press two buttons to open the doors. Och, jetzt kommt schon, wenn man gerade am Lesen, dann wird man von hinten attackiert. Ist man gerade am Lesen und wie man von hinten attackiert. Sowas auch. Oh, wo geht's lang? Oh, ja, das Feuerschild. Wir sind unverwundbar gegen Feuer gewesen. Und dann läuft man in den Bad Ding hinein, damit man das Schild wieder verliert. Das ist gerade passiert. Jetzt haben wir die Speedshoes, können hier wieder durch die Gegend latschen. Ja. Ne, ich glaube, wir müssen zurück. Irgendwo geht's doch hier lang. Da ist ein Terminal oder sowas. Oh Gottes Willen! Es ist kein echtes Sonic-Game hier, es ist mehr so ein bisschen Detektivspiel oder so. Jetzt laufen wir wieder durch die Gegend. Ich glaube, es hat gerade geklopft. Ja. Ja, es ist gerade jemand an der Tür. Ich bin hier drin. Ja. Das war jetzt gerade eine kleine Unterbrechung. Weil ihr seht, dass Dr. Sonic Boring schreibt, wenn er allein gelassen wird. Haben wir alle einen Mädchen jetzt auch mal gesehen. Ja, um Gottes Willen nochmal. Da! Zweiter Knopf. Sehr gut. Sequence completed. Ja, wir haben den zweiten Knopf erwischt. Jetzt geht's ganz schnell. Wo war denn jetzt noch eine Tür? Hier war es, ne?
Da ist ein Schild, glaube ich. Nee, ein Turret. Oh. Da steht hier. Ist das ein Hebel oder was soll das darstellen? Ja, ist ein Hebel, ein Schalter oder so. Okay, warum denn von hinten? Wieso muss man denn... Hey, komm zurück! Nein, zurück! Zurück! Gottes Willen, ist das der... Das ist einfach nur eine Textur, die einfach irgendwo draufgeklebt worden ist. Der ganze Schalter ist eine Textur. So, ah, endlich geht er. Der ist ein bisschen verbuggt, der Schalter. Der ist ein bisschen verbuggt. Wir werden gleich hier begrüßt und so ein scheiß Turret, wo man alle Ringe verliert, ey, das ist auch ein Ding. Oh, was steht denn hier drauf? Parabel müssen wir noch lernen, ja. Ah, oh, das Thema Parabel in der Schule ist jetzt sehr anstrengend. Ach, hier ist der Schalter zum Bewegen. Hm, 21 Uhr ist es schon. Wir sind jetzt schon hier sicherlich schon so eine Stunde am Let's Playen. Oh, Bossgegner. Er kann sogar schießen. Scheiße. Oh, das ist ein Bossgegner. Was ist denn da? Der schwer schießt ja noch ganze Granaten. Da schießt der ganze Kugeln. 75% mehr Kugel pro Kugel. Das ist so. So. Oh, man, noch einer noch. Und der ist down. So, geht doch. Und jetzt? Jetzt zurück oder was? Okay. Scheint mir aber nicht der richtige Weg zu sein. Mir fällt nichts anderes zu, ich weiß es nicht. Ja, setz dich hin, Tails. Ich glaube, das braucht noch eine Weile. Hier ist doch sicherlich auch noch mal eine Tür aufgegangen. Hier geht's ja auch weiter. Hier ist auch das Ende. Was soll der Mist auch? Dann machen sie die Tür wieder hinten auf, damit man da wieder reinläuft. Und man denkt, man muss hier zurück. Aber hier ist das Ende. Hier ist das Ende auch noch. Das war jetzt irgendwie blöd programmiert. Da gehen beide Türen auf. Sogar die Tür, die man nicht mehr, durch die man gar nicht durchlaufen darf. Ace and Palace Act 3. Ach, ist auch einfach nur so. Das Spiel wird da ein bisschen langweilig, wenn hier immer dasselbe ist. Oh, hier sind zwei Schalter, man sieht jetzt gleich so entdecken. Sequence completed. Das war jetzt einfach. Oh. Ah, ich wollte Spindash machen. Warum funktioniert er nicht? Wieder funktioniert der Spindash nicht so richtig. Der funktioniert nicht richtig. Wenn er gerade läuft, dann kann man keinen Spindash machen. Oh, ins Feuer hinein. Ganz klassisch. Okay, wo geht's jetzt lang? Oh, Eggman. Nice to see you again, Sonic. Give us the Master Emerald, Egghead. Alright, but first let me give you one small test.
Oh. Scheiße. Der schießt aber auch wirklich. Was ist denn das? Er hat sogar MG. Tails sitzt da nur so rum und guckt zu. Aber nehmen wir das andere hat. Mal ein bisschen Abwechslung. Ah. Ey, wann treffen wir den ein wenig? Dann treffen wir den, ja geht doch. Der läuft immer weg. Der läuft immer weg. Der ist doch. Ist doch jetzt nicht zu fassen. So. Setup noch mal. Oh, zweimal noch drauf und dann ist er erledigt da, ja Mann. Mann, der läuft noch weg. Okay, haben wir uns gegenseitig erwischt. Einmal noch. Verdammt, die Explosion. Da, endlich. Noch ein Ring? Nein, keine Ringe. Okay. Haben wir mit 0-0-Ring noch hingekommen. Oh Mann. Lädt er wieder los. Neue Cutscene. Du hast alles von einem einzelnen für einer Person programmiert oder so? Es ist hier so dunkel. I think we found Eggman's base. Looks rusty, I think we can break it. Ah, so kommen wir durch. Kommen wir auch hier durch. Okay, lassen wir uns runterfallen. Full Station Act 1. Oh Mann. Oh, neuer Batnik. Ah, oder was das immer sein soll. Du kannst nichts töten. Man kann es nicht töten, man muss drüber springen. Oh, dann zwei Batniks auf einmal. Diese flakgeschützte Nerven. Die sind immer zu zweit. Das ist hier ein Knopf. Also ein Knopf. Warning, aber man kann es nicht lesen. Was ist denn das für ein Batnik? Der sieht ja übel aus. Der sieht ja übel aus. Du meine Güte. Wie ein Robotermann. Okay. Das bringt wieder Pluspunkte. Der Batnik sah genial aus. Oh, der kann jetzt durch den blöden Schild durch oder was? Nee, kann nicht. Oh, er kann auch durchschießen. Verdammt nochmal. Wo ist der andere Schalter? Ah, oh, falscher Weg. Hier entlang, glaube ich.
Wow. Verdammt! Von wo? Blöds UFO. Wow. Okay, auf welche Engine wurde das nochmal gemacht? Keine Ahnung, aber sieht schon nicht schlecht aus. Also der zweite Schalter. Jetzt können wir auch hier durch. Durchs Feld. Moment einmal, da waren wir schon. Wo konnten wir nicht durch? Bullshit! Wir haben uns wieder verlaufen. Nein. Oh. Okay. Jetzt sind wir wütend. Hier durch? Nee. Steht auf Enemy. Vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen aus Sonic Robles 2 nachgemacht. Es steuert sich mit Tastatur und Maus und dann gibt es auch hier diese Techno-Zone. Es könnte sein, dass von Sonic Robles 2 ein bisschen kopiert worden ist. Von Sonic Robles 2, das ist auch gut. Kann man nichts falsch machen. Schalter wieder umlegen. So. Ich werde nicht schlau draus. Was bringt das? Das Ding hat ja zwei Eingänge, oder nicht? Na, lauf mir den Weg zurück. Mal gucken, vielleicht läuft es da irgendwo entlang. Sieht nicht richtig aus. Nee, völlig falsch. Wir sind auch nach vorne. Ey. Wo geht's hier weiter? Da geht's nicht weiter. Hier rein geht's auch nicht. Der ist da drin und passiert nichts. Ey, was ist denn das? Wo ist denn hier jetzt nur der Eingang oder Ausgang oder so? Vielleicht müssen wir den wieder einen umschalten, so. Vielleicht ist der jetzt weg. Nee. Los! Dann wird jetzt ein Angry German Kid, wenn man das hier dauernd machen muss. Schöner Schalter. Wo geht's lang? So, jetzt haben wir beide Schilde wieder an. Ah, das
Ja, erledige ich mich, diese blöde. Da kommt man nicht rein. Ja, wie in Sonic Robles 2, diese. Da haben sie ja tatsächlich von Sonic Robles 2 kopiert. Okay. Aber ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Okay, da geht's auch nicht entlang. Spritzt nur Blut durch die Gegend. Darunter geht's auch nicht. Bettig zerstören kann man nicht. Kann man nicht. Nehmen wir raus. Kann man hier entlang? Ich glaube, man stirbt mal, wenn man runterspringt, oder? Ah, hier ist ein Schalter. Boah, der war wirklich versteckt. Der war jetzt wirklich nicht so leicht zu finden. Oh, jetzt geht's weiter. Ich dachte schon, ey, wir müssen das aufhören. Ich wollte gerade beenden. Press two buttons to open the door. Nein, schon wieder. Oh. Jetzt kommen wir hier auf diesen Badass-Bandic. Boah, sind die Badass. Die sind Badass. Sehen ganz schön brutal aus. Sind wir unverwundbar? Was sind das für Kugel? So. Das ist auch der zweite Schalter. Okay, das war jetzt nicht schwer. Wieder zurück. Ja, keine Ahnung, was da noch ist. Ich habe keine Lust dazu. Was ist denn das denn hier? Hab hier einen Schalter. Ah, dass die Schalter immer anders aussehen müssen. Das ist doch wieder ein Witz. Muss man da drauf kommen, dass der so aussieht, der Schalter. Deswegen sind wir ja hin und her gelaufen. 5 Minuten oder so, keine Ahnung, 3 Minuten, weil wir jetzt nur am Hin und Her laufen. Ah, oh, Checkpoint, sehr gut. Okay. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo es jetzt lang geht. Wie immer. Okay. Wohl funktioniert. Schade, dass das Spiel, obwohl zu alt ist, mir nicht vorher unter die Finger gekommen ist. Dann wäre das in den Top 10 gewesen. Aber jetzt hier. Ja, jetzt brauchen wir wieder einen Schalter anscheinend. Intruders Alert, Intruders Alert. Red Spy is in the base. Oder Blue Spy. Blue Spy is in the base. We must protect the briefcase. Protect the briefcase. Okay, Schulter haben wir umgeändert, vielleicht kommen wir jetzt durch. Ja, das können wir durch. Wow. Was sind das denn hier für ein Scheiß? Mann, das war jetzt wieder. Oh, da ist doch. Da. Das Spiel geht nicht zu Ende. Es ist einfach, es ist keine Demo. Es ist wirklich tatsächlich ein vollwertiges Sonic-Spiel. Auch wenn man etwas merkwürdig durch die Gegend läuft.
So, wo geht's lang? Irgendwie runter? Nee. Ah, hier sind ja Schalter, die nicht aussehen wie Schalter und Hebel. Die alle sehen alle unterschiedlich aus. Ah. Ist ja auch ein Schalter oder so. Ah, man kann hier durch. Coca-Cola! Ey, Eggman hat wirklich alles dabei. Automaten. Fehlen ein paar Ringe, oder wie teuer kostet die? Ich stehe, wenn man jetzt hier mit 10 Ringen jetzt eine Cola kaufen könnte. Enjoy Coca-Cola. Ey. Oh, ich hab mir Afri-Cola stehen. Schon leer getrunken. Afri-Cola. Wer braucht noch Coca-Cola? Okay, genug angesehen. Was? Jetzt geht's wieder weiter im Spiel. Oh Mann. Das Spiel braucht lange. Jetzt haben wir hier wieder einen Schalter umgelegt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was der Wert verändert hat hier. Kommen wir durch? Ne, aber hier kommt man durch. Die Bad, die sind nicht nur, sehen nicht nur Badass aus, die sind auch Badass. Ja, diese kleinen Roboter hier sind wesentlich einfacher zu erledigen als diese großen. Aber das ist ja wohl wieder ein Witz, oder? Plattformen, die fürs Rückgehen. Nein, die sind tot! Zum ersten Mal gestorben! Oh, Load Game. Ist ja ein Ding. Wenn man stirbt, muss man neu auswählen. Oh, Elektroschild. Ich kann mir den ganzen Ringer sammeln. Oh. Schalter umlegen. Falsche Richtung. Hier durch. Oh Mann. Oh, okay, das Spiel geht jetzt langsam auf die Nerven, ey. So, nein! Plattform. Oh. Da ist das Ende schon. Kurz vorm Ende sind wir gestorben. Meine Güte. So. Wir haben's. Sonic God 2 Act 1. Oh. Oh. Oh, wir haben was freigespielt. Unlocks Level Select. Oh, Lead Developer. Psych of Eddie. Die sind durch. Modellers. Team Monster since 2012, Scorpion 2009-2010, Cole 2009-2010, Speeders 2009-2010. Special thanks to Quartz, Chrysler, Ashenwolf, Friesenwolf, Happy One, Dicke Maru Guest, Sunlight, M210, Leasing, Deeper Sword, Shadow Hunter, STP, Chicken, Kale, Jungle, Dragon und so weiter und so fort. Thanks to Member of Duke 4, Ned und Sonic CSI Forums. Special thanks to Sly and Soul for great art support. Die lassen sich auch sehen, die Bilder haben vor allem am Anfang. In the memory of LP Scorpion. Oh. Ist jemand gestorben oder wie? Stell mal eine Zelle weg. Okay, das ist das Ende. Oh, wir haben nicht alle Chaos im World gefunden. Try again. Okay. Na, wo findet man eine neue Chaos im Worlds? Ja. Okay, egal, wir haben das ja geschlagen. Wir haben das Spiel durchgespielt.
Jetzt kommt wieder das Source Island Team. Sonic OVA ist auch. Da gibt es ja schon eine Reconstruction-Version. Aber okay, wir sind jetzt wieder zurück. Das war's dann erst einmal von mir. Okay, das war's dann. Das war jetzt Sonic the Hedgehog 3D. Einfach nur Sonic the Hedgehog 3D. Bei Silkov Eddie. Und an euch vielen Dank fürs Zusehen und Mitleiden, wie wir jetzt zurückgekommen sind. Und an euch vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, bleibt gesund. Und wir sehen uns im nächsten Video. Von mir gibt's einen Daumen hoch. Und ciao.